die Musik auf. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Ich bin Torge und ich komme aus Wesseburen. Ah ja. Wesseburen ist ein kleines, stinknormales Dorf im Norden Norddeutschlands. Soll vorkommen. Über die vielen Jahre habe ich fast alle Wesseburner kennen und lieben gelernt. Alle? Und einige von ihnen möchte ich euch heute vorstellen. Okay. Wesseburen ist ein kleines, sehr friedliches und ruhiges Dorf. Da kommt der Polizist, der Oberbulle wird, wie auch immer der das geschafft hat. Ich verstehe es bis heute nicht. Jetzt haben wir unseren Hauptkommissar Ronny. Da muss es unbedingt mal eine Erklärung geben. Ich dachte jetzt, der stellt wirklich ein paar Leute vor, aber er stellt bloß seinen Charakter vor. Cool. Der auf der Jagd nach Ladendieben. Wir befinden uns heute hier für ein Bild und Buch. Der schämt sich mal, Drogen zu finden. In Wesseburen, hier werden immer wieder Kinder erwischt, die... Doch, in einer Folge hat er ja Drogen gefunden bei der alten Oma. Das war aber halt nur Mehl. Zumindest hat sie ihn das... ganz leicht gläubig gemacht. Bücher oder andere Betäubungsmittel klauen. Deswegen werde ich mich heute mal ein bisschen auf die Lauer legen. Gucken, wer da so kommt. Ach. Ja, ich gehe ganz normal in den Supermarkt, um Betäubungsmittel zu klauen. Die erste Verdächtige. Schönen guten Schau mal, die! Hauptkommissar Ronny, mein Name. Könntest du sich vorstellen, warum ich sie angehalten habe? Was habe ich denn nun schon wieder angestellt? Ich stelle hier die Fragen! Guckst du dich mal diese Zeichen? Er hat doch gefragt! Tom! Dann, diese Person hat letztens einige berauschende Substanzen geklaut. Und ich sehe mir verdächtig nach Ihnen an. Oh, sieht ähnlich aus wie ein Typ mit Bart und Sonnenbrille. Den René kann man nicht so leicht hinters Licht führen. Das ist er ja ein Fuchs. Ja, das glaube ich. Das würde ich auch nie versuchen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Noch nie! Noch nie! Jetzt ehrlich, wie ist der Oberpolymer? Ich kann nicht ausziehen jetzt hier. Ganz bestimmt nicht. Ja, weiß ich die Ware nicht. Rausrücken, Böllen. Komm, was haben Sie versteckt da? Pixiebuch, Bleistift, Papiergummi. Ich gehe jetzt. Tschüss. Also, das ist ja wohl. Also, das ist der beste Bulle der Welt, Alter. Ich will, dass der meine Stadt kontrolliert. Das ist ja wohl, das kommt. Hallo? Wesseburen sofort absperren. Ja, Scharfschützen. Ich würde übertreiben, Alter. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht, dass er meine Stadt kontrolliert. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. In Wesseburen haben wir ein Gemeindehaus. Alter. Hier treffen sich die Bewohner täglich, um Kaffee zu trinken, abzulästern oder um Sport zu treiben. Auch die das Ablästern ist mir nicht neu. Fitnesstrainerin Gabi Stuttenreize trifft sich hier mit ihren Teilnehmern. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmerin! Ja, genau so denke ich mir auch gerade. Ich sagte... Also die denken das, was ich denke. Und wenn ihr genau dasselbe denkt, denkt ihr das, was die und ich denken. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmerin! Ich würde wieder gehen wollen. Mein Name ist Gabi Puddingwalze und heute wollen wir ein bisschen was für unseren Körper tun. Arsch? Wer will Knackarsch im Frühling? Frühling, Hände hoch, wer will Knackarsch? Niemand Knackarsch? Ich arbeite dort dran. Arsch, woo! Okay, Mädels, wir wollen jetzt ein bisschen Step Aerobic machen. Wer kann mir sagen, welche Körperregion beim Step Aerobic besonders trainiert werden, na? Die Oberschenkel? Nein, nicht ganz richtig, nicht ganz richtig. Wer weiß es? Ah, die Waden. Nein. Was denn, die Nase oder was? Scheißegal, solange wir eins haben, Energy. Und jetzt alle, wir hab ich einen Kühlschrank Energy. Genug? Wir mehr als genug. Energy. Wir haben Energy, woo, yeah! Oh Gott. Ich, ja, okay, ich denke genauso, ich würde wieder gehen wollen. Habt ihr gesehen, bei der Frau haben die Augen gewackelt. Kann man hier zurück, ja? Ja, bei der, das ist nice. Das sieht lustig aus. Bei der in der Mitte, da. Okay, Mädels, lass uns nicht das, man kennt es aber, das passiert mir auch manchmal, wenn ich konzentriert irgendwo drauf gucke, auf einmal denke ich mir, wow, cool, Automatik hier. Wir sollen unseren Booty bewegen. Musik! Ja. Scheiße, wenn das Radio noch nicht mit Funk funktioniert. Ja gut, Funk schon, aber ich meine per WLAN hier einfach nur piep, kaputt, tot. Wow, oh, jetzt geht's ab hier. Ready, girls? Ready? Are you ready? One, two, three, power! genau! Und genau dann geht die Musik aus, Alter! So funktioniert's! Also, gut, okay, so kannst du nicht sagen, dass du nicht abnimmst. Plus, ob du das Tempo so lange halten kannst. Okay, ich nehme meine Aussage zurück mit den Abnehmen. Was? Ja, und dann noch schön von vorne filmen. Oh Gott. Das musst du doch nicht unbedingt sehen. Das ist das geil, Alter. Super. Ja, gut, okay. Jetzt kannst du reden. Das ist wie in so solchen Animes.
wo die kämpfen, die Frauen, und du immer, wenn die die Beine bewegen, direkt den Blick unter den Rock hast. Ach ja, was würden wir denn ohne diese Animes machen? Wahnsinn! Wahnsinn, ihr seid der Wahnsinn, Mädels! Bis nächste Woche! Tschüss! Die haben nicht mal was gemacht! Zuletzt möchte ich euch noch Andi vorstellen. Andi lebt schon von klein auf an in Wesseburn. Seit über 15 Jahren leitet er einen kleinen Werkzeugladen. Oh oh. Er liebt es, seine Kunden zu beraten, auch wenn er dabei seine ganz eigene Art hat. Der sieht aus wie einer von den New Kids. Aber sie hat ihn doch geliebt. Renn ihm doch hinterher. Moin! Moin! Boah, einfach das Buch weggeflattert, ey. Na, Andi, was macht die Kunst? Läuft! Heute Morgen habe ich Wrestling geguckt. Danach meine Frau zweimal befriedigt. Jetzt mal eine Frage. In welcher Art und Weise befriedigt? Die untere oder die obere? Auch schon zweimal heute. Ja, Frauen sind gut. Ja, Frauen sind was Feines, Warum Andi. Auch nicht? Weil wir Männer sind, lieben wir Frauen. Ja, wir nicht sind alle. Männer, Andi. Ja, wir sind Männer, ja. Das erinnert mich gerade an die South Park-Folge, wo die zum ersten Mal Titten kennenlernen und total durchdrehen, wo sie wie Affen werden und sich gegenseitig verprügeln. Die Folge war so krank, Alter. Wie haben die genannt? Die Ada, glaube oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist lange her, wo ich sie geguckt habe. Ich hab vor 4-5 Monaten erst alle Staffeln geguckt. Ich brauche eine Schraube, Andi. Ah, schön. Nur das muss kicken. Hey. Das hier ist, glaube ich, eine Schraube, Bernd. Hab ich auch noch ein größer. Ja, ein bisschen größer brauche ich noch, Andi. Ja, ich... Bernd, das Hemd, das du anhast, das sieht gut aus. Danke. Der braucht eine Schraube. Das ist jetzt keine... Nein! Ich meinte ja nur, es ist... Ich stehe auf Brüste. Ich auch. Weil wir Männer sind. Ich glaube nicht, dass die auf Frauen stehen. Jawohl. Männliche Männer. Ja, du kannst auch so männlich sein, auch wenn du nicht auf Frauen stehst, Mann. Eindeutig South Park. Wenn euch Wesseburn gefällt... Was war denn das, Alter? Der gibt ja voll ab, Alter, wie so ein Huhn auf einer Katze. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen Video und bin damit raus.